general idea. Okay. Because I start like that myself. I need a general idea. Yeah. And then. So, jetzt machen wir mal was. Du zeichnest, wir machen so lange weiter mit dem Prozess, hä? Also, wir gucken jetzt mal. Ich mag ja eigentlich jetzt heutzutage die Messer, die halt einfach im Tagesbusiness zu gebrauchen sind. Machen jetzt mal hier. Ich mag ja auch gerne Sheepfoot. Sheepfoot ist natürlich auch eins meiner ganz speziellen Messer. Ich kann natürlich nicht so gut zeichnen, das ist klar. Aber ich mag natürlich, ich habe natürlich dieses Gun, wie heißt es, Gunstock? Mhm. I love das Gunstock Design. And maybe, you know, this is the problem for me. I'm not a knife maker, but the blade must a little bit higher. A little bit more. Ein Gunstock mit Sheepfoot. Yeah. So straight edge, yeah. Now you straight? Can make a better one. This is my No, I don't draw. So you want it straight? Straight, yeah. Yeah. Okay. Okay. It's a sheep feet. I don't you have not a sheep foot in your sortiment? You don't like sheep foot? Not much. Yeah, many knife makers like sheep foot. 10.5. Okay. Show me. Was man natürlich immer dazu sagen muss, die Franzosen messen immer die. Okay. The one which is working is outside. Okay, no, okay, hier ist 20, also die Klinge wäre jetzt in dem Fall die, pass auf, 9 cm. Du weißt ja, die französischen Größenmesser werden immer vom Griff her gemessen. Ja, ist ja die egal, Klinge, aber ich messe ja jetzt. Also der Griff wäre jetzt hier 10,5. Ja, 10,5 und daraus. Die Klinge wäre jetzt eigentlich 11. Ne, das kann ja nicht sein. Die Klinge kann nicht länger sein wie die. Moment, was rede ich? Die Klinge wäre in dem Fall. That won't work. Nein, das couldn't passen. Work. Das couldn't work. The we'll blade see, must we'll be. Ja. Yeah. Anyway. The scale must longer. Oder the blade must shorter. Yeah. Also es ist nicht so einfach. Aber wir machen ja mal jetzt einfach mal einen Gag. Okay, we said anyway. 10.5. Okay. Ja. Yeah. It's peculiar with a. That's not good. Okay. So where do I start? 6 months time. It has been. I need these. Okay, you need glasses. I need also glasses. So. Let's be tidy, otherwise it's get a mess. Yeah. I got not much room. This is now a challenge for you. A challenge. Challenge if you want. It's cool. It's yeah, fun. This is cool. So. Schaut euch diese Werkstatt an, es ist echt traumhaft. Hey, pass auf, jetzt startet er hier, jetzt schneidet er das aus. Banzo. Ja. I need to cut. Film mal. Hey. If you want. Yeah, protection? No. We was in many workshops. For us, it's no problem. Bad, no. Are you? Didi, I don't. Okay. Then trying to find your silhouette. Okay. You can try. You can make a little better. And we'll see. A big gun stock with a seafood.
Yeah, you made a funny thing there. Yeah. That again, so fresh. Yeah. That's right. You want this? Yeah. Okay. For the finger? Yeah, on the food. You want to make a small butter like this? Yeah. Okay. That's funny. That's funny. I don't like stuff on the finger. First step. You are turning out good. Yeah. You shouldn't have asked for that. Yeah, that's not nice. You can make less. Hey? You're nice. No, start again. I won't do that. Yeah. I'll make a bigger butter. Yeah. And then try maybe this. Yeah, okay. I'll try. Okay. Das ist schon krass, wie er das schon rausgearbeitet hat. Ich meine, das war natürlich jetzt ein Zufallsprodukt in der Ecke. I don't think it's not even good. Yeah, it's not easy. Hey? That's good. That's good? Shut up, I go. It's not bad. It's not gonna be nice. You want it? Why not? It's not gonna be nice. It's gonna be the same as this. It's better. If it's better, you mean, or what? No, it's more. It's gonna be the same. It's not gonna do good, I think. Okay. I don't know. Also, it must eins erst denken, das ist das, wie ich gedacht habe, oder wie ich gezeichnet habe. So einfach ist Messer machen nicht. Okay. For me this is good. You really wanna... No. Let it go. It's better. That's better. Also das war jetzt meine Idee und das ist deine Idee. Jetzt schauen wir mal. Yeah. I mean this For this design, I need to make it a lot straighter, I think. Yeah, okay. This is too tactical to me. Yeah, it's not tactical, you're right. It's not so classical. So, anyway, we make it about classical. I will make a sheep full blade, so that will change.
So here is how I do a French grand forcé. It's a lot of technical devices engaged. Das muss er das Achsloch machen. Bolsters. Hop. Kannst du ranzoomen? Ja. Yeah, das nimmt schon richtig Formen an. When do you want to leave? Ja. Besser als erklären, mal sehen es live, ne? Wie so eine Form entsteht. Ja, das sieht man halt, wie das funktioniert, ja, das ist gut. Jetzt muss er praktisch für die Nieten, muss er natürlich jetzt auch ein bisschen vorarbeiten, so ein Loch machen. Jetzt muss ich aber draufhalten. And of course. Let's drill. Looks good. It's kind of big, 2 meters everywhere. I've got a knife, I've got a 2, 1, 6, 1, 2 different diameters, but that's a choice. So ein also so eine Form gemacht, wo er da durchstoßen kann und kann trotzdem schön auflegen. Also. Ja, das ist schön praktisch. Ja, wenn eine Vorlage nicht stimmt, stimmt kein Messer, wo ich nicht rauskomme. Ne? Also einmal eine schöne Vorlage. Er merkt schon, dass er das nicht zum ersten Mal macht. Guck mal. Mind your ears. You need the blade. So I'm moving a lot. For the pivot, yeah. Das sieht richtig cool aus, was alles dafür Werkzeuge hat. Mm-hmm.
Nothing longer can fit in, isn't it? Up. So I've got my blade length. Das sieht jetzt die richtige Vorlage. Mhm. Ein ganz komisches German Grain Typus. Als Dampfer. Als Half-Dampfer. Das nenne ich Half-Dampfer. Dann trägt der nice, der Name Richie ist nice zurecht. Richie ist nice, Half-Dampfer. Mach mal your way. Okay. Die Klinge muss wahrscheinlich in den Griff packen. Ist klar. Wäre von Vorteil. Aber er macht halt maximal, ne? Er definiert den Griff und die Klinge wird halt maximale, was das Heft aufnehmen kann. Darum messen die Franzosen ja auch alle Messer mit der Grifflänge und nicht mit der Klingelänge. Ja, ja. Bei denen ist immer die Grifflänge ausschlaggebend. Die Klingelänge ergibt sich dann durch die Länge des Hefts. Da lassen wir ja in Deutschland und in Amerika immer mit Klingenlänge rechnen. Too big, yeah? Oh, you want it big? Now it is good. I like this. Can we round it a little bit? A little bit in the plane. Yeah, that's okay. Perfect. Okay. That's good. Perfect. Mm-hmm. So now. That doesn't do that. So in order to work, you all need to be in the sloop. Yeah. That's the best. Yeah. Hop. Jetzt haben wir ihn beim Wort genommen und er macht es auch noch. Das ist ja unglaublich. Die Vorlage, ja. Braucht man schon nichts erklären, da sieht man es in echt, wie eine Vorlage entsteht. And then it's too much material. show, can you open? I like to show the form. It looks ganz, really good. Ganztag Sheepfoot. It's a half ganztag Sheepfoot. We check about my previous design. Yeah, yeah, okay. The one you bought. Yeah. Mm-hmm. The difference is, because it will be. The bow.
Nice stuff right here. Immer bei mir. Das ist fast schon auch, ja. Also das kann ich sagen. Okay. That's great, ne? Also, I like it. It's just, remember, but about the mechanism, it's just like that. So this is just a guide. Yeah, but okay. I have to be careful. If I go straight to the line, that won't be good. Yeah, okay. So I won't be able to go straight on the line. Okay. So now just you have the experience. You just have to make the knife now. And what do you think? Do you want to carry on? Yeah, it's very cool. I like it. Do you want to carry on making the knife? Yeah, it's so cool. Ich wollte ein größeres Ganzstock haben. So. Also da haben wir jetzt hier 10,78 und die Klinge, so wie wir es messen, die hat 8,5. Ja, perfekt, 85 mm. Und ich habe das aus der Hand gezeichnet. Ja, sag mal so, er hat das natürlich schon ein bisschen schöner konturiert. Ja, gut, aber gut, die Klinge ist ein bisschen länger. Ne, die Klinge ist, ja, die Klinge passt genau. Und die, das ist perfekt. I didn't make your... Yeah. I know, but this is shit. This is too modern. Nein, this is good for using. This is perfect. And I like this this tail at the end from the gunstock. It feels good in the this hand. This is very close from what I made. Maybe in Sheffield? No, I don't think so. Mine is smaller. Well, I got two modern of them. You have many templates. Yeah, this is, but I think it was a little bit too small. I've got two for my hands. But this classic. Yeah, it's a little bit the same. But difference. What was this one? In Cotelia, it was this one. Yeah. And this is a little bit more. It's different. This is what I like. A little bit bigger handle. And this one is even bigger than yours. Yeah, this is... And they're very similar. Yeah, it's very similar. See, that's work. We will do... I like the same. But you should have done a model completely different. Because I've already got this model. Yeah, okay. This is a little bit more. Yeah, yes. This is here comes straighter. Up. Yeah, comes this down. Is rounder. It's more round for the big hands. And different blades. And different blade. Complete different blade. Complete. Complete. Complete different blade. Super, super cool. Jetzt haben wir mal gesehen, wie schnell sowas gehen kann und wenn jemand sowas absolut in Perfektion beherrscht. Perfect. Okay. A masterpiece knife maker. This is I saw never time so many samples or templates. Für Sammler natürlich ein unerschöpfbares Reservoir an Modellen zum Sammeln. If you want a knife, choose. Yeah, I can add a cold screw. I sent you my knife, what I like. Das ist zum Beispiel auch ein sehr schönes Messer. Also ich mag ja auch lieber die großen. And I like this? Yeah, I like this with the cork driver. With a screwdriver. Cool, screw. What I got, give the gentleman in Cotelia the first time, you know, for buying. But this was my favorite. The big one with a round tip. Round end. You know, this was the black one in the Cotelia. The last one you sold to the French customer. With a cork driver. Yes, I see. Yeah, this is also one knife what I like very much. Yeah. I remember. Yeah. But you've got a nice list. Yeah.